Hallo ihr Lieben, es tut mir leid, die Aufnahme ist in einer falschen Auflösung aufgenommen worden. Mir ist es zum Glück nach der Folge aufgefallen, damit ich keine weiteren Folgen so aufnehme. Es geht auch einigermaßen klar, es ist nur etwas verkleinert. Entschuldigt bitte, viel Spaß. Hallo ihr Lieben und damit willkommen zurück zum Mirror's Edge Catalyst. Ja, ist okay. Wir hatten ja in der letzten Runde erfahren, dass sich da irgendjemand mit ins Grid Node gehackt hat. Bei der Bubble Mall. Irgendwas deaktiviert hatte. Okay, wollen wir den nochmal versuchen? Hatten wir den schon mal? Komm, wir versuchen den mal. Wir haben jetzt unser neues Ding. Ich probiere es einfach immer wieder, wenn ich die sehe. Und wenn wir es nicht schaffen, machen wir von da dann weiter. Und du bist Arbeiter von Elysium, ja? Dieses Paket muss unbeschädigt abgeliefert werden. Wenn der Behälter zerbricht und die Kühlung versagt, ist das nicht mein Fehler. Außerdem ist das hier das Letzte, was ich für Sie tun werde. Ich hoffe, das ist Ihr bewusst. Na los, mach dich auf den Weg. Ja, alles klar, Son Goku. Mit deinem Dragon Ball Detektor da. Okay, go, 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 Face. Ohoho, lauf, 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 lauf. Komm runter. Anderthalb Minuten haben wir. Wo sollen wir lang? Wo sollen wir lang? Wo sollen wir lang? Da durch. Und weiter. Lauf, 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 lauf. Ah! Boah, das ist bestimmt wieder so saumäßig knapp, wenn überhaupt. Nein! Boah. Gerade so geklappt. Ah, wo sollen wir lang? Nein, Face! Ah, das war nicht gut. Ich glaube, das wird nichts. Lauf, Faye. Zeig mal allen, was du kannst. Wo sollen wir lang? Nein, da kommen wir gar nicht hoch. Ah. 20 Sekunden, na, das schaffen wir doch nicht, oder? 15. No Face, 10. Ah, der heult doch gleich wieder rum. Was hast du getan? Jetzt werde ich sie nie wieder los. Ja, lebt damit. Ach, Menno, die sind so schwer, diese Runs. Haben wir da? Da haben wir auch irgendwie so einen Run. Welt Support! Dann hole ich mir den. Die Grid Nodes sind die Grundlage des Grid. Sämtliche Daten in Cascadia werden von Orcom durch sie hindurchgeleitet und gefiltert. Ich wollte mich schon seit einer ganzen Weile in einen einklinken. Ich wusste nur nicht, wie ich das anstellen soll, ohne selbst reingehen zu müssen. Es gibt ein paar Runner, die ihren Beat mit einem Grid Node verlinkt haben. Angeblich erhalten sie so jede Menge nützliche Informationen. Hast du das schon mal gemacht, Noah? Ja, aber sie haben seitdem mehrere Updates eingespielt. Dadurch ging die Verbindung verloren. Tja, das Gespräch kam mir jetzt bekannt vor. Das haben wir doch schon mal gehört. Was gibt's denn hier? Oh, Face! Hoch da. Toll, hier haben wir gar nichts. Vorsicht! Okay, wo sollen wir denn jetzt hin? Gucken wir mal auf unser Map. Hier haben wir überall diese Dashes. Was sind das hier? Was? Beat LE? Ergo 01 GTA Nummer 2? Wie du meinst. Zerbrechliche Lieferung, die hatten wir ja gerade. Time Terminal. Was ist das? Super Batman. Alter, guck mal, das vergrößert sich wirklich. Wird das hier alles noch freigeschaltet? Da haben wir hier aber eine Menge zu tun, Leute. Was haben wir hier? Einbruch. Trifft dich mit Nomad. Und da haben wir noch... Sprich mit Birdman. Nomad oder Birdman? Gehen wir erstmal zu dem... Hier haben wir auch noch... Gridnote. Was ist das hier? So, wieder ein Kit. Dann gehen wir mal zum Nomad. Wegepunkt setzen. Mal gucken, wo der einbrechen will.
Da hinten sehe ich ihn schon blinken. Blinken nicht wirklich, aber... Ah! Da lag auch noch was auf dem Boden. Raus damit! Und rein damit! Was haben wir hier? Ein Audiolog, ne? Ja, ich schicke Sie ihn, Dr. Mellis. Sie sollten den Arbeitsplatz nie mit den Daten vertraut machen. Soll ich mich mit irgendwas genauer befassen, Dr. Miranda? Das besprechen wir morgen, wenn ich Sie im Team überstelle. Gut. Mit wem unterstehen Sie? Sie unterstehen natürlich mir. Ich dachte... Nicht denken. Oh, wie die hier alle von allen Seiten quatschen, ne? Oh, hier können wir, glaube ich, nicht runterspringen. Wo können wir denn hier lang? Da gehe ich doch down. Oder ist es da ein Wasserbecken? Nee, ne? Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Das wäre Selbstmord. Achso, der gibt uns ja hier auch einen Weg. Dann folgen wir dem mal. Uah. Ah, ich will da immer drunter. Und hoch. Ah! Pink. Oder lila. Wo sind wir lang? Da. Weiter umgucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Oh. Was ist denn da drin? Zeig mal. Boah, was ist das hier, ey? Das sieht aus wie irgendwelche Mega-Rechner. Ach, hier waren wir ja schon mal. Kommt mir bekannt vor. Dann nehmen wir den hier. Yeah! Hey, wer bist denn du? Warum stehst denn du hier? Haben sie dich ausgesperrt? Tja. Warum steht die hier? Naja. Tschüss. Dann klettern wir hier mal hinter der Reklame lang. Und runter. Oh, warte mal. Gibt's da? Gibt's da was? Nee. Boah. Fette Werbung überall. Welchen Einbruch hat denn Noah da? Haben wir von dem schon mal was gehört, von dem Einbruch, den er vorhat? Ich glaube nicht, ne? Warte mal. Ah. Oh, wo sind wir denn jetzt? Geh mal hier hin. Was ist denn da? Yeah, ist doch so eine Tasche, ne? Verborgene Tasche. Die machen immer so eine Zwitschergeräusche. Und hoch. So, jetzt können wir hier hoch. Diese entspannende Musik dazu. Ah, hier sind wir wieder. So, dann runter. Ich hab grad gar nicht gecheckt, wie sie da runter geht. Was machst du hier fest? Okay, das war sehr merkwürdig. Einmal hacken. Spring. Waren hier nicht diese Seile? Nee, ne? Sieht so ähnlich aus. Ah, hier sind sie. Doch. Sag ich doch. Wie war das nochmal? Leertaste, ne? Ja. Ja! Das macht schon Bock, Alter, mit den Dingern. Yay! Oh, ich hätte sowas voll gerne. Ich glaube, dann würde ich mir ein ganz enges Kostüm anziehen und Spider-Man spielen. Nein! Oh, Alter, im letzten Moment. Was? Nein. Sie liebt mich? Sie liebt mich nicht? Ja. Tut mir gerade leid für dich, aber ich will zum Nomad. Oh, Face, das war knapp. Da hat uns der Schwung gefehlt. Nomad! Da oben steht er. Der steht ja auf uns, ne? 100 Pro. So, wie kommen wir denn da hoch? Hier am Rohr? Ne, da geht's nur um die Ecke. Da, Nomad! Ey! Ah, der ist am Tacken hier. Was machst du da? Slaves.
Ich dachte, du machst jetzt hier was für mich, was Schönes. Hey, Nomad. Hilf mir auf die Sprünge. Was ist das? Kunst, Faith. Kunst. Echt? Bist du sicher? Witzig. Bist du nur hier, um ein Selbstwertgefühl zu zerstören, oder hast du Lust auf ein bisschen Arbeit? Tut mir leid. Was ist denn los? Schieß los. Okay. Es heißt, Kruger Arms entwickelt einen neuen Sensorchip für Drohnen und ich denke, wir sollten einen abgreifen. Die Frage ist nur, wo sie sie aufbewahren. Irgendwo bei Kruger Arms vielleicht? Hast du einen Clown gefrühstückt? Also einer der Mitarbeiter dort wollte mir die Infos eigentlich verkaufen, ist jetzt aber wieder abgesprungen. Ich dachte mir, du könntest einfach bei ihm einbrechen und sie stehlen. Klar, klingt nach einem Plan. Cool, ich schick dir seine Adresse, ist quasi um die Ecke. Alles klar, ja cool. Nachdem wir uns ja sowieso schon mit dem Kruger angelegt haben, kommt es darauf jetzt, glaube ich, auch nicht mehr an. Der Kerl arbeitet zwar für Kruger, aber er hasst seinen Job. Er hat Zugang zu allem Möglichen und ist davon überzeugt, dass dieser Sensorchip alles verändern könnte. Ich schätze mal, er hat einfach Schiss bekommen, dass man ihn erwischt. Hoffentlich hat er die Infos überhaupt noch bei sich zu Hause. Ach, wir brechen bei dem Typen ein und klauen ihm die Sachen. Okay, ich dachte, wir crashen. Wir brechen bei Kruger ein. Ja, war doch klar, dass er sich im obersten Stockwerk befindet. Annehmen. Meine Wohnung liegt im obersten Stock. Ja. Für eine Spinne wie dich sollte das eine lockere Kletterpartie sein. Spinne? Ich komme durch diesen Schacht rein. Aber ich muss erst den Lüfter abschalten. Irgendwo in der Nähe müsste es ein Bedienfeld geben. Hä? Wollt ihr mir auch sagen, welchen Schacht ihr meint? Welchen Schacht meint ihr denn, Leute? Wo ist denn hier ein Schacht? Wollt ihr mich verarschen? Hier? Oder was? Hä, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nee, jetzt bin ich falsch. Leute, welchen Schacht meint ihr denn? Ach, den da. Da oben, diesen Schacht. Ach Mensch, müsst ihr mir doch mal sagen. Ich guck doch nicht so nach oben. Ja, wir machen unseren dritten Bruch, ne? Und hoch da, Faith. Vorsichtig. Bedienfeld. Hätten wir das vorher irgendwie aktivieren müssen? Ich frag mich, ob es nicht vielleicht noch viel mehr Kruger-Zerkainis gibt, denen nicht gefällt, was sie machen. Andererseits haben die meisten Leute vermutlich das Gefühl, sie hätten keine große Wahl. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so gut, wenn ich da einfach reinrenne, oder? Ach, guck mal. Okay. Vorsicht. Oh, Face! Ja, das war knapp. Die gelben Dinger, wo gehen die hin? Die gehen hier rein. Haben wir dann Zeitbegrenzung? Da unten. Oh, ja, und da nimmst du Schaden, oder was? Okay. Slack. Das war's. Strom ist aus. Der Typ wohnt im obersten Stock. Okay. Dann nochmal die gute Aktion hier. Hoch, hoch. Sehr gut. Da siehst du schon so eine kleine Spider-Woman. Muss man dann ja sagen, ne? Warum gibt es eigentlich keine Spider-Woman? Es gab doch auch Wonder Woman. Im obersten Stock, da nach oben. Ja. Können wir an den Rohren? Nee. Hier an dem Rohr können wir lang. Und jetzt da drüber. Ja. Hier durch? Nee. Doch, da durch. Oh, von so einer Mission würde ich mir mehr wünschen. Wenn man sich so ein bisschen... Warte mal, wir müssen mal eben gucken. Oh, kein einfacher Sprung. Wie? Ach, da soll ich rüber? Wow. Warte mal. Gucken aber erstmal, ob wir hier irgendwas haben. Wo sind wir denn hier?
Ach toll. Und ich mache da so eine Action. Ich will nur gucken, ob hier irgendwo ein Audiolog oder sowas rumliegt. Nichts vergessen, aber leider nicht. Boah, da sollten wir rüberspringen. Also Höhenangst darf die Fels echt nicht haben, ne? Komm, wir gehen nochmal ein bisschen höher. Hier sind wir hergekommen. Hier sollen wir rüber, ja? Aber wir gucken eins höher mal. Sieht's hier besser aus? Da können wir auch rüber. So nicht. Ach, mein Face. Was war denn das für eine Aktion? Mit Anlauf natürlich dann. Ich bin auf seinem Balkon. Aber hier komme ich nicht rein. Versuch's übers Dach. Übers Dach. Du bist gut. Zum Glück ist hier sein Balkon kaputt. Okay, interagieren. Machen wir mal. Praktischerweise. Guck mal, haben sie nicht gut sauber gemacht hier. Interagieren. Hier könnten wir interagieren. Ich gucke mich mal hier eben oben auf dem Dach. Ob wir hier was haben. Wer weiß, ob wir hier nochmal hinkommen. Aber sieht nicht so danach aus, ne? Hier können wir auch nichts machen. Okay. Dann ab ins Fenster. Die ist offen. Ich habe einen Zugang gefunden. Ich wusste, du kriegst das hin. Okay. Können wir aufs Bett? Kriegen wir da Schaden? Ah, ist besser. Ach cool, guck mal. Lass mal die Wohnung angucken hier. Ist ja ein richtiges Loft. Ich hoffe, der gute Mann ist nicht zu Hause. Nicht mal sein Bett hat er gemacht. Okay, da haben wir die Daten. Dann nimm sie dir, Face. Okay, ich hab sie. Zeit zu... ich bei ihr bin und... ich hab den Deal abgeblasen. Du zwingst mich, Verstärkung zu rufen. Der Kerl ist hier aufgetaucht. Na schön. Und weg hier. Face? Nein! Nicht ins Bett zu dem. Ach so, komm. Machen wir's so. Ah, Seil, Seil, Seil. Und tschüss, weg. Ich bin draußen. Und hab die Dokumente. Ich wusste, du schaffst das. Komm später vorbei, dann sehen wir uns an, was genau du da hast. Ich schätze, er hat seine Freunde gerufen. Oh. Halt dich besser erstmal eine Weile bedeckt, Faith. Ihr denn hier? Ei. Na, komm her, komm her. Was war denn das? Das ist down. Da draußen steht noch einer. Hey. Oh. Oh, 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 zu spät geschaltet. Und gerade so noch. Oh. Ja, selber schuld. Okay. Haben wir Ruhe? Jetzt haben wir Ruhe. Abgeschlossen. Einbruch. Ja, cool. Karte aktualisiert. Nebenmission Drohnentechnik. Ach, Nomad ist schon weg. Alles klar, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier mal. Haben wir einen kleinen Nebenbruch gestartet gerade mal. Was gibt's denn da oben? Kommen wir da rauf? Episch auf der Tonne. Schauen wir in die Sonne. Alles klar, ihr Lieben. Dann sehen wir uns. Das war's. Da will ich hin. In der nächsten Runde wieder. Da ist auch noch was. Ah! Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.